Dieser Film zeigt die Anlage einer Volaren Zwei-Fingerschiene mit dem 3M Primer Cast und einer Polsterung mit Microfoam. Für diesen Verband benötigen Sie folgendes Material: die 3M Stockinette Größe 1 und 2, 3M Microfoam, 3M Primer Cast in der Größe 7 cm x 30 cm, je nach Patient auch 10 cm x 38 cm möglich, eine elastische Mullbinde zur Fixierung und 3M Kuban. Indem Sie sich vor den Patienten stellen, können Sie die korrekte Position des Arms kontrollieren. Erklären Sie dem Patienten, in welcher Stellung die Fingerschiene angelegt wird. Die Polsterung beginnt mit der Stockinette Größe 2, die ein Drittel länger sein sollte als der betroffene Unterarm. Ziehen Sie die Stockinette über den Arm und schneiden Sie sie am Daumen und über dem zweiten und dritten Finger ein. Die Stockinette wird jetzt so über den Finger gezogen, dass die Polsterung nun am vierten und fünften Finger liegt. Dort wird die Stockinette auf Länge zugeschnitten und dann umgestülpt, um den vierten Finger mit der Stockinette der Größe 1 extra zu polstern. Dies dient zur Vorbeugung von Hautmazerationen. Anschließend ziehen Sie die Stockinette wieder über beide Finger. Die prominenten Stellen im Handgelenk werden nun palmar mit Microfoam gepolstert. Im Frakturbereich kann ebenfalls eine Polsterung mit Microfoam angebracht werden. Für die nächsten Arbeitsschritte werden Handschuhe benötigt. Nehmen Sie eine passende Schiene aus dem 3M Primer Cast Programm, in unserem Fall reicht die Größe 7 cm x 30 cm. Die Schiene wird im trockenen Zustand palmar angelegt und direkt am Patienten zugeschnitten. Achten Sie darauf, dass nur der vierte und fünfte Finger auf der Schiene liegen und das Handgelenk mit ruhig gestellt wird. Der Daumen und der zweite und dritte Finger sind frei beweglich. Anschließend wird die Schiene in raumtemperiertes Wasser getaucht, durchgeknetet und ausgewrungen. Durch das Glattstreichen der Schiene auf einer flachen Ebene verbinden sich die 16 Lagen des Primercast-Materials und können anschließend angelegt werden. Die Fixierung der palmar angelegten Schiene erfolgt zunächst mit einer Mullbinde. Den Unterarm anschließend wieder in die Neutralstellung bringen und mit der Ausrichtung der Finger in die Intrinsic Plus Stellung beginnen. Beachten Sie, dass das Handgelenk in Funktionsstellung ist und die vierten und fünften Finger im Grundgelenk in 90 Grad auf der Schiene liegen. Die Stockinette proximal umschlagen und distal am vierten und fünften Finger die Schiene auf Maß schneiden. Dann auch hier die Stockinette umschlagen, sodass die Fingernägel gut sichtbar sind.
und im Anschluss die Stabilisierung der Schiene mit 3M Koban durchführen. Die Polsterung mit Watte ist bei diesem Verband möglich, jedoch schwieriger durchzuführen. Kontrollieren Sie die Beweglichkeit der Finger, bevor Sie den Patienten entlassen. Die Schiene ist nach 20 bis 30 Minuten belastungsstabil. Abschließend sehen Sie das Schnittmuster sowie die fertige, ausgehärtete palmare Zwei-Fingerschiene.